So, herzlich willkommen auf Real Talk Now. Heute wieder mal aus Wien, Floridsdorf, mit Marco Kreinz. Hallo Marco, Servus, servus, hallo. den kennt ihr, der war schon bei uns auf dem Kanal, wo er noch bei Austria Lustenau gespielt hat. Ja, jetzt bist du ja von Austria Lustenau zurück nach Wien, nach Floridsdorf gewechselt. Ja, sag mal deine Meinung dazu. Wie fühlst du dich wieder in Wien? Gut, muss ich sagen. Es war nicht einfach, mich auch da wieder einzuleben, obwohl es meine Heimat ist. War ein bisschen stressig mit dem Umzug und natürlich auch schade mit dem Abschied in Vorarlberg. Ich war eine lange Zeit dort, bin dort groß geworden eigentlich. Aber jetzt so die Woche ist so die erste Woche, wo ich sage, ja, ich bin zu Hause, ich bin da, wo ich Fußball spiele und jetzt habe ich mich daran gewöhnt, würde ich sagen. Ja, du warst ja einer der wenigen realeren Spieler bei Austria Lustenau, würde ich sagen. Jetzt haben wir mehr so, wie soll ich sagen, mehr Söldnerspieler sozusagen. Aber ja, gab es eigentlich keine Variante mit Austria Wien. Vielleicht bei den Young Violets oder so, dass du danach raufkommst, du bist ja dort ausgebildet worden. Davon war eigentlich nie die Rede. Es ist dann Nicht? eigentlich auch schnell gegangen mit dem Transfer, muss ich sagen. Okay. Wir haben uns eben darauf geeinigt, dass ich den Vertrag im Sommer, also in der Sommer, der kommt, nicht verlängere. Und haben dann gesagt, wieso nicht schon im Winter eine andere Option suchen, wo ich wieder meine Spielpraxis kriege, wo ich wieder in meine Form zurückfinde, die ich auch in Lustenau die letzten Jahre gezeigt habe. Und das hat sich dann so super mit dem FAC ergeben und dafür habe ich mich entschieden und ja. Ja, wolltest du eigentlich gehen oder der Verein wollte, dass du gehst? Weil Von beiden Seiten. schon. Also ich hatte die Bitte, den Verein dann auch zu verlassen im Winter schon, weil sich das eben mit der FAC ergeben hat und der Verein hat mir da keine Steine in den Weg gelegt. Gesagt, passt, mach das, wo du dich wohlfühlst und ja, so hat sich das dann ergeben. Ja, und gibt es eigentlich irgendwelche Unterschiede zu Lustenau und FAC? Ich meine, Ich würde eigentlich nicht viel, muss ich sagen. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen, sind alles super Jungs hier. Und auch von der Infrastruktur würde ich jetzt nicht, da ist glaube ich nicht viel Unterschied. Das Leben, glaube ich, privat ist einfach anders. Du bist in einer Großstadt. ja. Du hast einfach mehr Möglichkeiten, auch so was zu machen. Mal neben dem Fußball auch einen Kaffee trinken zu gehen im Stadtteil. Was weiß ich. Das war vielleicht nicht so easy in Vorarlberg, aber dafür hat Vorarlberg einfach andere Seiten. Aber jetzt einen großen Unterschied merke ich nicht, muss ich sagen. Ja, das habe ich selber bemerkt, dass es schon ganz was anderes ist, als in Wien oder Vorarlberg zu leben. Ja, und was sind jetzt deine Ziele bei FAC? Ihr seid ja im Abstiegskampf, würde ich sagen, wobei es eigentlich ein paar Punkte bis zum dritten Platz sind. Ich habe vorher geschaut, 7 Punkte oder so sind es zum dritten Platz. Also alles eng beieinander. Also das erste Ziel sollte eigentlich nicht Abstieg sein, oder? Oder habt ihr größere Ziele? Auf jeden Fall. Wir wollen in der Liga bleiben, wollen guten Fußball zeigen, wir wollen zueinander finden. Wir hatten schon auch hier ein paar Abgänge und ein paar Neuzugänge wie mich und Milan Jurdik und vielleicht kommen noch ein paar dazu, das weiß ich aber noch nicht. Ja, in der Liga bleiben, wie gesagt, guten Fußball zeigen und jetzt das Wichtigste eigentlich gesund durch diese Vorbereitung durchkommen, da die doch immer hart ist und lange in unserer Liga. Das wird das Wichtigste sein und was dabei rauskommt, sehen wir dann Ende Mai. Ja, und jetzt spielt ja Austria Lustenau nächste Woche gegen WSG Tirol. Du warst ja auch im Cup dabei. Was denkst du, wie stehen da die Chancen für die Lustenauer? Ich glaube gut. Wir waren schon eine souveräne Cup-Mannschaft dieses Jahr, muss ich sagen. Sind gut durch die Runden gekommen. Jetzt ist alles möglich. Es ist ein K.O.-Spiel. Ein Heimspiel für Lustenau und mit den Fans und ja, natürlich hat Lustenau eine Qualität von Spielern. Wenn die das am Platz umsetzen, was sie können und die Fans mitnehmen, dann ist schon viel möglich, dass sie da durchkommen bis Viertelfinale. Ja, apropos Fans, hat FAC eigentlich viele Fans, weil ich kenne mich da nicht so gut aus hier. Das kann ich dir auch nicht sagen, Nicht, weil okay. wir noch kein Ligaspiel hatten und nur Vorbereitungsspiele. Okay. Also, Und zu den Lustenauer Fans, was möchtest du da sagen? ja, habe ich mich schon persönlich auch Ja, bedankt haben wir eh gelesen. bei den Lustenau-Fans. Ja,
war super, auch in der Zeit, wo ich einfach dann zum Kapitän gewählt worden bin oder dann Kapitän war, als so junger Spieler mich so mitgenommen und immer unterstützt. Danke nochmal so über das Video vielleicht. Ja. Lustenau kann das sehr wertschätzen und überhaupt auch die Liga. Ich finde, das ist cool, wenn man auch ein Auswärtsspiel in Lustenau hat und dann vor so einer Tribüne spielt. Das ist echt cool. Weiter so. Ja, und zu deinen Ex-Spielern, was möchtest du zu ihnen sagen? Ja, mit denen habe ich eh immer Kontakt. Also das ist ganz normal. Das sind auch immer meine Kollegen, meine Freunde. Mit ein paar mehr Kontakt, mit ein paar weniger, das ist ganz normal. Auf jeden Fall auch alles Gute, viel Gesundheit und eine erfolgreiche Rückrunde. Ja, du hast ja mit vielen Spielern in Lustenau gespielt. Wir fragen uns eigentlich, warum Rossian eigentlich nie die Chance bekommen hat, bei Austria Lustenau zu spielen. Ich habe gehört, der hat einen schwierigeren Charakter, stimmt das? Weil ich habe ihn auf dem Testspiel gesehen, ich dachte, okay, der ist technisch stark, okay, er arbeitet vielleicht nicht nach hinten mit, aber... Ich dachte mir, wieso so einen Spieler nicht spielen lassen in der zweiten Liga in Österreich? Ich glaube, es ist nie leicht, wenn du aus von einem anderen Kontinent nach Österreich kommst, als Brasilianer dich hier einzuleben, was ganz was Neues, andere Spielkultur, andere Sprache. Und Rossian war immer ein guter Junge, also kein schlechter Charakter, gar nichts, auf keinen Fall. Hat sich, glaube ich, einfach nicht so leicht getan und vielleicht auch nicht so wohl gefühlt, aber das kannst du halt schwer rausfinden, wenn du nicht dieselbe Sprache sprichst. Aber der wird seinen Weg gehen und wieso er es nicht geschafft hat, wird er selber wissen und das Trainerteam, das ihn damals betreut hat, ich kann das schwer beurteilen, wieso er da den Schritt nicht gemacht hat. Stammspieler oder öfters zu spielen. Ja. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Und wie lange läuft dein Vertrag hier in Floridsdorf? Ich habe nur bis Sommer unterschrieben. Also, nur bis Sommer? Genau, ja. Gar keine Option, oder wie? Nein, also nur jetzt. Eigentlich. Okay. Das komisch. Ich dachte, es wäre auf die längere Zeit. Weil was ist, wenn die jetzt nicht verlängern? Was ist dann? Muss wieder einen neuen Verein suchen. Das werden wir dann im Sommer sehen. Ja, ich hoffe es für dich, dass du verlängern kannst und so, weil ich glaube in Wien, jetzt, wenn man ehrlich ist, gibt es keine mehrere Varianten der ersten zwei Ligen, oder? Außer vielleicht Austria Wien. Ja, wie gesagt, das war jetzt einfach mein Wunsch, mal eine Veränderung, was Neues, einfach mich auch selber wieder weiterzuentwickeln. Auch einfach zu Hause bei der Familie zu sein, weil ich schon noch ein paar Sachen vermisst habe, weil ich früh weggegangen bin. Das kann man verstehen. Was dann im Sommer passiert, das ist schon noch weit weg. Einfach jetzt Spiele machen, mit der FC in der Liga bleiben, coole Rückrunde spielen und gesund bleiben. Ja, und nach Vorarlberg kommst du wahrscheinlich nie wieder zurück, wie es ausschaut. Auf jeden Fall. Ich meine als Spieler. Das kann man nie wissen. Hauptsache nicht zu alt, dann sind wir zufrieden. Das kann man nie wissen, wo die Karriere eines Fußballers hingeht. Ob Vorarlberg, Tirol, Salzburg oder ins Ausland. Das weiß ich nicht, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, das stimmt. Das steht noch in den Sternen. Ja. Okay, Real Talk Now bedankt sich bei Marco Kreinz. Du bist ja sozusagen unser Stammkunde hier. Nach Emanuel Sakic haben wir ja mit dir eigentlich das zweite Interview. Sakic haben wir 3-4 oder so gemacht. Okay. Vielleicht sieht man sich noch und dann machen wir wieder ein Interview, wenn du Bock hast. Also, ciao. Ciao, ciao.